Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 13. November 2017. Mein Name ist Norbert Gieso. Wenn ich zu Beginn dieser Woche auf die astrologischen Konstellationen blicke, dann fällt mir auf, dass am kommenden Samstag, also Ende dieser Woche, mittags, wir Neumond im Skorpion haben. Die Sonne jetzt im 22. Grad. Wir sehen hier, der Mond ist abnehmend. In der abnehmenden Phase ziehen sich die Kräfte grundsätzlich wieder mehr nach innen zurück, um dann sozusagen im Neumond den alten Zyklus zu beenden und einen neuen zu beginnen. Und im Skorpion ist dieser Neumond der tiefstmögliche Punkt, astrologisch gesehen, den wir quasi erreichen können. Es geht also hier auf den Neumond zu, der dann sozusagen begleitet wird von dem Quadrat des Mars zum Pluto. Ein Aspekt, der auch dann am kommenden Sonntag exakt ist und über die Woche hinzulaufen wird. Beide Bereiche haben viel damit zu tun, dass wir das Unbewusste, Unbekannte in uns ansehen, erkunden, erfahren, auch wenn es vielleicht mit Ängsten besetzt ist. Also es geht hier in der Skorpionzeit schon auch darum, uns unseren Ängsten, unseren Blockaden, unseren auch ärgsten Befürchtungen zu stellen, um vielleicht auch zu erkennen, dass vieles davon sozusagen gar nicht wirklich realistisch ist, sondern sich nur in unserer Vorstellung so aufgebaut hat. Übrigens ist dann am 22. November wechselt die Sonne übrigens in den Schützen. Wir haben also jetzt schon die letzten 9 Tage im Skorpion. Nun heute zum Montag. Der Tag beginnt hier mit dem Mond, beziehungsweise der ganze Tag läuft der Mond noch durch die Jungfrau. Erst in der Nacht um 0:26 Uhr, kurz nach Mitternacht, wechselt dann der Mond in die Waage. Also dann ab Mitternacht am Dienstag dann mit der Mond in der Waage, zwar auf die Sonne zulaufend, aber eine höhere Begegnungsmöglichkeit, ein stärkerer Ausgleich, ein stärkeres Gewicht eben auf Harmonie. Jetzt mit Mond in der Jungfrau geht es ganz klar darum, die Dinge zu ordnen, eine Integration herzustellen. Und zwar geht es hier klar, auch um eine äußere Ordnung, die man mit Mond in der Jungfrau sehr gut angehen kann. Es geht aber vor allem um eine innere Integration, um die unterschiedlichen Anteile in uns. Also das, was unser Körper will, das, wonach unser Gefühl strebt, das, womit wir uns im Kopf beschäftigen, unsere eigenen Anliegen und die der anderen etc., dass wir alle diese unterschiedlichen Aspekte versuchen in uns zu integrieren, um so eine Art inneren Flow, ein inneres Gleichgewicht zu erreichen, welches gleichzusetzen ist irgendwie mit einer harmonischen Schwingung oder auch mit Gesundheit. Und mit dem Mond in der Jungfrau kann man eben besonders gut erkennen, wo eben diese Harmonie, wo diese Gesundheit eben nicht stattfindet. Heute Morgen war hier die Konjunktion von Venus und Jupiter im Skorpion, auch ein Liebesaspekt, ein Aspekt tiefer Emotionalität. Und heute Abend um kurz vor 12 steht Merkur hier im Schützen im Quadrat zu Neptun, was eben bedeutet auch, dass wir zwar eine sehr starke Fantasie haben, dass wir aber nicht allem, was wir denken und kommunizieren, Glauben schenken können. Hier ist eine große Projektionsmöglichkeit. Hier ist die Möglichkeit, dass sich die Dinge, die wir denken oder die wir mit anderen besprechen, sehr weit auch verzerren können. Hier gilt es heute vorsichtig zu sein und vielleicht keine Entscheidung zu fällen, keine endgültigen Entscheidungen zu fällen und eben vorsichtig zu sein auch mit größeren Kaufvorhaben. Das können wir dann eher wieder morgen verwirklichen. Ich wünsche uns allen mit dem heutigen Montag einen guten Wochenstart und sage Tschüss, bis morgen.